Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet, Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft, Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Aha. Bitte mal weiter. Nicht noch mehr? Okay, also es war ein Schutzsymbol. Gut zu wissen. Was sagte der Hinweis? Oha. Oha. Ich bin nicht mehr ganz so witzig. Schade. Ach hey. Mystisches Symbol. Genau. Laut dem Buch aus der Hütte sollten sie böse Geister abwehren. Genau. Was haben wir hier noch? Gedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Jawohl. Was haben wir hier? Ah. Hatten wir alles. So, Decke. Oh, Eule. Tennisfoto. Hannah hält Bronze beim Alberta Junior Invitational. Ah, da ist ja eine Decke. Oh, das ist doch wieder so ein Indianerscheiß. S'il vous plaît, Madame. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes. Und Langes. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. So. Aber ich gehe da nicht unbewusstet rein, beziehungsweise Sirius. So, Moment. Bin ich der Einzige, der gerade Musik hört? So, leuchte mal die Waffe an. Genau, die nimmst du jetzt mit. Ich geh mal, obwohl wir eine Waffe da haben, nur mit der Taschenlampe hinter und guck mal. Offenkundig zieht's hier rein. Ja, ist ein Dein Telefon. Telefon! Der Bär hat das Was? Telefonzeug gebracht. Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Oh, sie wird wieder zum Ziel. Genau. Wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. Oder auch nicht? So eine Scheiße. Kind probier. Was? Was ist das für eine Hand? Ach so, dann bedeutet Leuchten vielleicht kein Ziel.
uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Okay. Meanwhile, back in the Hall of Doom. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Aber deine Schwester neben so ein... Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Warte, da ist eine Maske wieder. Ist das kein Hinweis? Was haben wir hier? Bücher. Noch mehr Bücher. Oh, Jesus. Nee, Indianer. Indianer Jesus. Was haben wir hier? Verdammt. Zu. Oha. Licht von unten. Der Unbekannte. Okay, das heißt, unten ist ein Unbekannter. Hier kommt Licht von unten. The fuck? Ruf die Ghostbusters! Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Profis, ey. Dude. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Ja, okay, also ich gehe erstmal vor und check hier die Lage. So. Also wir haben es hier offenbar mit einem verrückten Indianerclown und einem Geist zu tun. Und einem Bären mit komischen Händen. Schon wieder ein Porträtfoto. Wow! I will take... Achso, ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Okay. Heilige Scheiße. Hier ist nix. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Gehorchen wir jetzt ernsthaft einem Hexen? Aber es hieß die Bibliothek. Mensch, es ist nichts hier. Suchen wir einfach George, okay? Genau, das hatte ich dem Psychologen auch erzählt, dass ich mal lüge, um meine Freunde zu schützen. Oh, super! Eins dieser modernen Häuser mit automatischen Türen. Hallo! Oder ein verdammt altes mit Geistern. Je nachdem, sehr komfortabel. Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand? Indianer! Dann leer ist. Servus. Oh, ein Hinweis. Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität. Rassenkunde? Ethnizität? Haskell Hall, Amsterdam Road in Vancouver. Sehr geehrter Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt. Obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen,
die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Diesen Irren gesehen, hängen beim Generatorenschuppen rum und ich werde ab jetzt Buch führen. Sag ich doch, irre Indianer. Er schaut aber auch grimmig. Ist doch kein Grund. Mal ernsthaft. Das bissle Land geschändet und Volk vertrieben, wahrweise auch umgekehrt. Das Land wurde vertrieben, genau, und das Volk geschändet. Auf jeden Until Dawn. Da war so ein Stecken, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Irre Indianer. Auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzstielen. Das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche! Josh! Josh! Komm, halt durch! Ashley! The fuck? Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles ich! Werde... Ash! Ash! Hey. Ah! Clown! Ich wusste es. Oh, darf ich jetzt den Mörder spielen? Ah, Clown, Hausmeister. Wenn das jetzt noch ein irrer Indianer ist. Called it. Pass auf, und ab jetzt spiele ich den... Und wert und muss Angst vor dem Geist haben. Von dem Mädchen, der Rache üben will. Alter! Herr Doktor, Sie sind mir immer suspekter. Welche Person ich jeweils am meisten mag. Rette die Chili, dann rette die Welt. Nein, damit habe ich sie jetzt zum Tode verurteilt. Scheiß Psychologenspiel. Da ich beide noch nicht...